Er will es doch nicht. Oh, Entschuldigung. Oh. Ja, also der folgende Vortrag heißt aus dem Tagebuch des Dr. H.C. Kotzmichern. Jetzt ist unser Parteifreund Dr. H.C. Kotzmichern heute leider verhindert, aber er hat mir gebeten, hat mir sein Tagebuch zukommen lassen, hat mich gebeten, ein paar Zeilen daraus vorzulesen. Es geht vor allen Dingen um die denkwürdigen Ereignisse der letzten närrischen Tage. Ich muss noch dazu sagen, Dr. Kotzmichern ist seines Zeichens ein typischer Wutbürger aus Stuttgart. Ne? Seine Frau heißt übrigens Johanna von Kotzmichern, ist eine bekannte Sängerin. Ne? Die ist aber nicht beim Piraten, sondern beim Hausfrauenbund. Seine Spezies hat sich allerdings nicht nur in Stuttgart, sondern inzwischen überall ausgebreitet. Also man kennt es ja inzwischen aus Tunesien, aus Berlin, aus überall. Ne? Genetisch betrachtet, und daher vielleicht kommt auch der Ehrendoktortitel, gibt es bei ihm Anteile eines Dr. H.C. Franz Josef Strauß. Sie kennen den ja alle, oder die Älteren von uns kennen den. Man kennt ja seine bekannten Sprüche, lieber ein kalter Krieger als ein warmer Bruder. Aber es gibt auch Anteile eines Herbert Wehner. Auch da möchte ich noch ein Zitat bringen. Abgeordnete sind nur ihrem Gewissen unterworfen. Das gilt aber nicht für Minister, die haben keins. Und dann ein zweites Zitat, was mir auch gut gefällt. Lachen Sie mal. Aber nicht höhnisch, sondern über sich selbst. Und von den anderen Geschichten über Herrn Lüg, Herrn Übelkrähe, Herrn Hotentöter mal abgesehen. So, aber jetzt nicht zum Tagebuch. Ich muss mich entschuldigen, dass ich jetzt ablese, weil das ist ja nicht meins. Das ist ja mir zugespielt worden. Also fangen wir an. Donnerstag, 7.2.2013. Heute ist Weiberfasching. In manchen Gegenden sogar Altweiberfasching. Und dass meine Frau wieder hört, oh, zu spät, Aufschrei. Na gut, dann sagen wir schmutzigen Donnerstich. Was? Das ist doch nicht schlimmer, Johanna. Es kommt ja nicht von Schmutz, sondern von Schmalz, also Fett. Nein, ich habe dich nicht fett genannt, Johanna. Zur Strafe musste ich mir den ganzen Tag ihren größten Hit anhören. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Naja, ihr kennt das. Jetzt ist Abend und Johanna ist Gott sei Dank mit ihrer Freundin weg auf der Fasnet. Ich schaue mir wie jeder anständige Baden-Württemberger das Stockacher nach dem Gericht an. Was sehe ich denn da? Heiner Geißler vor dem Gericht. Das alte Schlitzohr, der alte Schlichter. Ein Narr per Excellence. Einer, der alles zu Tode schlichtet, was nicht in einen großen Bogen um ihn macht. Und dann noch in Lederjacke und rotem Halstuch. Damit kommt er auf jeden Fall in jeder Kölner Zehntenkneipe am Türsteher vorbei. Aber Top-Outfit für so einen 82-Jährigen. Das muss man ihm lassen. Muss ich mir auch merken, ist ja vielleicht auch bald soweit bei mir. Die Narrenrichter klagen ihn wegen gröbster Fahrlässigkeit beim Sprengen, Schlichten und Putschen von Denkmälern aller Art an. Und Jesus Gott, ein rotgelockter Held als Zeuge der Anklage. Unser Rocky vom Nesenbach, Hannes Rockenbauch, tritt doch tatsächlich da auf. Und pflichtet ihm eifrig bei. Geißler wollte alles sprengen, erst Mappus, dann den Bahnhof. Die Klage klingt wie S21 selber. Falsch gedacht, unsauber gerechnet, dilettantisch gemanagt, kurzum unterirdisch. Das kann ich nur unterstreichen. Aber zurück zum Geißler. Alt und simpel. Also ich habe nicht alter Simpel gesagt, sondern alt und simpel, hält er ein Plädoyer für Schwarz-Grün. Und das überalterte konservative Publikum
Herbert Wehner hätte wieder mal gesagt, angeschimmelte Lebekreise. Das Publikum applaudiert dermaßen begeistert. Ich sage euch, Leute, da kommt was auf uns zu. Mit Kate Oliban, Kretschmann und der CDU wird Baden-Württemberg endgültig eine Enklave des Vatikans. Kein Alkohol mehr, außer Messwein. Kein Rauch, außer dem weißen Rauch bei der nächsten Wiederwahl von Kretschmann. Autos raus aus der Stadt. Kein Feinstaub, außer staubaufwirbelnde Fahrräder und Birkenstocklatschen. Am Ende wird noch Ausatmen verboten. Es könnte ja CO2 rauskommen. Freitag, 8.02.2013. Heute ist der sogenannte Rußfreitag. Mit Russland hat das eher nichts zu tun. Die wahre Erklärung lest ihr besser in Wikipedia, sonst gibt es einen erneuten Aufschrei von meiner Johanna. Die Berlinade wurde eröffnet. Ach, hör mal doch auf mit Berlin. Arm, aber sexy. Aber was haben die Gäste für ein Glück, dass sie immer noch über einen funktionierenden, tollen Flughafen Tegel anreisen dürfen. Der modernisiert wird. Genau. Und 0, nix sind sie, wenn sie im Tegel aussteigen, zum Hauptbahnhof über Moabit in Potsdamer Platz einsteigen und das in wenigen Minuten. Ich glaube, das war doch ein anderer Häuptling Silberlocke. Aber im Ernst, Berlin-Brandenburg, wer will denn das überhaupt? Hat man die Bevölkerung dort und außerhalb von Berlin mal gefragt? Willy Brandt rotiert schon lange im Grab. Aber die Milliardengräber, die Milliardenvergräber, stört das nicht. Flughafen Berlin, Elbphilharmonie Hamburg und schließlich Stuttgart 21. Eine einzige Kacke. S21, ja, dieses Unwort des Jahrzehnts, ist nicht nur bundesweit eine Lachnummer geworden, und ein Ärgernis. Nein, es ist auch die teuerste Baustelle überhaupt in Deutschland. Und das wird noch einige Leute den Kopf kosten. Nicht nur Mappus. Also trotz Schmiedels Segen sage ich heute voraus, aus. Das Spiel ist aus. Das Projekt ist endgültig gescheitert. Auch wenn es einige noch nicht gemerkt haben. Und ich sage euch auch, wenn der letzte Baum gefallen ist, der letzte Käfer zertreten, das letzte Denkmal gefallen und die letzte Röhre zu ist, dann werdet ihr merken, dass Grüne nur zahnlose Papiertiger sind. (Applaus) 9.02.2013. Johanna hat eingekauft. Heino, seine größten Erfolge. Nee, das ist alles nur geklaut. Hat Heino bereits seinen Aufnahmeantrag bei den Piraten gestellt? Größte Erfolge sind für mich zum Beispiel Albano und Romina Power. Sie erinnern sich, Felicita, dein Vertrauen zu spüren, dich zu berühren, heißt Felicita. Und auch wenn wir verlieren, alles riskieren, heißt es Felicita, dich zum Lachen zu bringen, mit dir zu singen, heißt Felicita. Aber wie ist denn der andere Song mit dem Wellenrauschen, das alles, wo alles Schlechte fortgespielt wird? Weiß das noch jemand? Schawan, Schawan. Ja. Heute ist sie zurückgetreten. Unsere größte Bildungsministerin der besten Bundesregierung seit der Wiedervereinigung, ja, aller Zeiten. Grünbart. Okay, sie hat geschummelt, aber ich habe meinen Dr. HC ja auch geschenkt bekommen. Das will ich jetzt nicht angreifen. Wichtiger ist die Frage, was hat sie hinterlassen, die gefallene Heilige? Okay, zählen wir mal auf. Erstens,
Jahrelanger Eiertanz ums Bildungssparen, letztendlich ein Flop. Zweitens, Föderalismusreform, gescheitert. Drittens, Bildungspartnerschaften, das heißt der Industrie Einfluss sichern. Was hat es gebracht? Nichts. Viertens, Erhalt der Hauptschule. Fand sie immer toll, bis sie von der eigenen Partei überholt wurde. Dumm gelaufen. Fünftens, sie war immer gegen Wahlfreiheit zwischen Religions- und Ethikunterricht. Hat sogar das Volksbegehren in Berlin unterstützt von dieser Pro-Reli-Bewegung. Ne? Könnt ihr euch erinnern? Grandios gescheitert. Sie war Verfechterin des Turbo-Abiturs. Als erste hat sie diese G8-Reform in Baden-Württemberg durchgezogen und als Gewinn an persönlicher Freiheit für die Schüler verkauft. Fazit? Mäh. Siebtens, berufliche Bildung. 2,2 Millionen Menschen zwischen 20 und 34 haben keinen Berufsabschluss. Toll. Nur 22,5% aller Betriebe bilden überhaupt noch aus. Ein Armutszeugnis. Achtens, bereits als baden-württembergische Ministerin hat sie BAföG massiv in Frage gestellt. Verzögerte Verbesserungen der BAföG-Sätze ständig hinaus. Eine leichte Erhöhung gab es 2010, die Studenten werden sich vielleicht erinnern. Seitdem null. Nada. Neuntens, dann zauberte sie das Deutschland-Stipendium aus dem Hut. Das sind 300 Euro im Monat, super toll zum Leben. 50% zahlt der Bund, 50% private Firmen. Statt 160.000 Studierende, wie geplant, ließen sich nur 11.000 mit diesem Nasenwässerle abspeisen. Zum Kotzen, kann man dann nur sagen. Zehntens, ich habe bald mal auf, das sogenannte Zukunftskonto. Noch im Koalitionsvertrag von Schwarz-Gelb, ein völlig abstruses Modell für Eltern, Großeltern, Paten mit Blick auf das Kind, so eine Art Riesterförderung. Was ist passiert? In aller Stille beerdigt. Schnapsidee. Elftens. Schawan wollte Bundesuniversitäten gründen. Damit ist sie kläglich abgeschmiert. Zwölftens. Sie war eine eifrige Verfechterin von Studiengebühren, wie leider auch ihre Nachfolgerin ist. Aber nach der NDS-Wahl, nach dem Bayerischen Volksentscheid-Erfolg, also vorläufig, was angenommen wurde, wird es bald dazu heißen, time to say goodbye. Da muss ich dich kurz unterbrechen. Der Arzt hat gesagt, er will ein Kind von dir. Reden wir später drüber. Bologna-Reform. Wer sträubte sich gegen notwendige Korrekturen? Na, wer wohl? Richtig. Annette. Ganz Annette. 14. Hochschulpakt. Das heißt, Verbot der direkten Förderung von Hochschulen durch den Bund sollte umgangen werden. Das klappte schon wegen der hohen Kosten nicht, weil 3 Milliarden wären nötig gewesen. Also kopflos gegen die Wand. 15. Ich glaube, das ist das Letzte. Bildungsgipfel. Tja, das wurde 208 in Dresden von der Mutti herself schon ausgerufen. Was ist nach 5 Jahren zu vermelden? Bildungsrepublik Deutschland gibt aus 5,3% des Bruttosozialprodukts. OECD im Schnitt 6,3%. Dänemark 8,3%. Schweden, Norwegen jeweils 7%. Um das aufzuholen, wären jährlich 90 Milliarden nötig.
Also da sieht man, wie weit wir hinten liegen. So, also ich bekenne mich schuldig, diese Punkte sind plagiert. Und zwar von nachdenkseiten.de. Jetzt will ich aber deinen Doktortitel wieder. Autor Wolfgang Lieb. Ah, den HC kriegst du gern wieder. Ich habe es ja zitiert. So, jetzt geht's aber schnell. 10.02. Heute ist Sonntag. Deshalb kurze Grüße an die Chinesen zu ihrem Neujahrsfest. In meiner Küche ist eine Tüte mit Mehl umgefallen. So eine Sauerei. 11.02.2013. Wahnsinn! Jetzt tritt auch noch der Papst zurück. Hat wohl im Lotto gewonnen oder eine SMS von Schmidtlepp erhalten. Also ihr kennt Schmidtlepp. Christopher Lauer. Jetzt wollte ich eigentlich noch ein Resümee geben zu seiner Amtszeit, aber ich denke, doch lassen wir das mal bei Stichworten. Er war ja nie ein Reformer. Er war nie eine Führungsfigur. Hat sich sogar seine Unterlagen klauen lassen, wurde mit benetzter gelber Kutte in der Titanic vorgeführt. Dann eine Blitzseligsprechung von seinem Vorgänger. Normalerweise dauert es 5 Jahre, aber dort dauert es wenige Wochen. Ne, das ist alles schon ein bisschen seltsam. Aber er war doch sehr transparent als Papst. Ja, ja. Dann Pius-Brüder-Skandal, also Holocaust-Leugner, hat er eben einfach wieder aufgenommen, statt rausgeschmissen. Und so weiter und so fort. Ne, mit den Muslimen hat er sich in die Nessel gesetzt, ne, indem er Mohammed vorwarf, alles Schlechte da, um die Religion mit dem Schwert zu verbreiten. Mit den Juden hat er sich auch nicht gerade im Guten getrennt. Also er war zwar da in Israel, wurde da empfangen, hat ein Olivenbäumchen geschenkt bekommen, aber er hat immerhin dann noch behauptet, wo er auch nicht war, also eine Schar von Verbrechern hätte die Deutschen halt so dermaßen übertölpelt, dass sie sich halt dazu solche Gerechtigkeiten verführen ließen und so weiter. Protestanten hat er vor den Kopf gestoßen, Missbrauch-Geschichte hat er zwar gut angefangen aufzuklären, aber schwer nachgelassen, muss man sagen. Also letztendlich ist er auch gescheitert, vielleicht auch ein bisschen am Alter, aber das muss man ihm zugute halten, das hat er ja immerhin noch selber erkannt und ist zurückgetreten, jetzt schauen wir mal, was nach ihm kommt. So, jetzt habe ich noch einen Tag, das ist aber nicht mehr, oh Gott, was kann ich gar nicht lesen, Merkel ist tot, was? Nee, das heißt anders, Merkel ist Torte. Merkel wurde in Graf Einstein zusammen mit ihrem Ehemann, Professor Joachim Sauer, beim Verzehr eines Stück Schwarzwälder Kirschtorte beobachtet. Na dann, guten Appetit. Und danke für die Aufmerksamkeit.